Yeah, willkommen zurück zu Valhalla. Gib mir die voll. Gib mir auch hier voll. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. Meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Ja, erzähl mal von der Vision. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. So, letzte Frage. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Na gut, genug geplaudert, lasst plündern. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Ja. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten. Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Wow, ganz schöne Schlucht. Ey, ich fade da immer. Wir sind ein Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie... dass sie Wiegmunds Stiefel geleckt haben. Oh, das geht nicht? Doch. Muss gehen. Jedes Haus muss brennen. Hä? Jawohl. Hallo? Brennt ja selber, oder was? Das nicht hin, vernünftig. Ich muss das noch mal üben irgendwann. Immer wenn ich ausweiche, bin ich zu weit weg.
Vorteil. Boah, du nervst mich langsam jetzt hier. Komm, renn doch einfach rein, ey. Boah, ich dachte jetzt, was ist da los? Na? Da ist ein Starker. Reicht. Hoch mit dir! Was? Keine Pfeile mehr, fuck, fuck. Boah, mit den Schildern hier da. Das läuft noch nicht so ganz. Muss ich das echt zwingend? Mit einem Pfeil machen? Oder war's schon, oder was? Die Hütten, die brennen doch... Oh, jetzt brennt... Ne, die da oben brennt noch nicht so. Doch, jetzt, ne? Haha! Da sind ja noch welche. Egal, wir reden jetzt. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Habe ich die? Nee. Auch geil, ne? Da geht freiwillig in ein brennendes Haus. Ah, Assassin's Creed, da geht das. Also, geht ja auch in echt, ne? Wäre nur ein bisschen blöd.
Wieso bricht er immer ab? Das verstehe ich nicht. Ist nur ein Bauer, ne? Boah, ob ich das treffe? Ha, das war die Glocke. Ja, das lese ich jetzt nicht komplett. Nein, jetzt kommt er her. Hä? Lol? Habt ihr das gesehen, wie der Pfeil instant auf seinen Kopf ging, weil er zurückgebackt ist? Lol, durch die Treppe, verrückt. Krass. Also hier stand gerade Looten dran, ne? Nee, nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie sinnvoll das Sammeln des Silbers ist. Also, dass es gar keinen Zweck hat, kann nicht sein. Aber braucht man echt so viel? Ich hoffe, dass ich später noch Silber bekomme, indem ich meine Siedlung ausbaue. So ist das nämlich früher bei... Oh, bei der 2 gewesen, ne? Nee, bei der 3? 2? Oh, helf mir auf die Sprünge. Bei Asia Auditore. Okay, das hier ist am nächsten. Schon wieder alle. Mein Gott. Was ist denn mit dir? Nimm das doch. Oh, guck mal, schön, ein Webstuhl. Kann ich untersuchen? Ja, als ob der das fertig macht, oder? Steht da untertauchen. Ach so, untertauchen. Ja, das ist auch untertauchen. Untertauchen und untersuchen ist halt so in hektischen Situationen überliest man sich da so ein bisschen. Also ich mache das gerade zumindest sehr gern. Natürlich nicht gewollt. Waren da Pfeile? Da waren Pfeile. Hä? Nein. Auch nichts. So, verbindet euch nicht nochmal mit Wigmund. Sonst kommen wir wieder. Eigentlich, streng genommen, ist es ja so, dass... Das war's. Reichtum erworben. Was denn? So, jetzt nur noch das Fragezeichen. Streng genommen ist es ja so, dass die Wikinger nach England sind und denen alles geklaut haben. Guten Tag! Informationen! Ich habe sie. Willst du sie? Meine Preise sind sehr gerecht.
Na gut. Ja, ist gut. Hä? Okay, interessant. Zeig mir mal deine Karte. Da, an diesem Ort. Hier. Was? Ich will noch mehr Infos. Mehr habe ich nicht zu berichten. Fürs Erste. Na toll, aber egal, den müssen wir uns merken. Ich weiß nur nicht, wo der hingezeigt hat. Was ist denn das für ein Symbol? Das ist doch Select. Wenn ich das anklicke, war ich jetzt aber gerade nicht auf der Map, ne, was neu ist. Schade, egal, Inventar. Ich glaube, das erspare ich euch. Verabschiede mich hier an der Stelle oder... Ich glaube, es ist nichts Besonderes dabei. Alles wieder nur so Zeug zum Verkaufen. Gut. Ich bin raus. Hau darin, bis dahin. Tschüss.